Janine und Torben. Die beiden verbindet seit langem eine große Liebe. Wirklich zusammengekommen sind wir 2003 dann. Also 11 Jahre jetzt. 11 Jahre mittlerweile, genau. Ja. Wie alt wart ihr dann, als ihr zusammengekommen seid? 16. Heute sind sie 27 Jahre alt und verheiratet. Ihr größter Wunsch ist ein gemeinsames Kind. Seit 4 Jahren versucht Janine schwanger zu werden, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Wenn es jemals einen Grund gibt, warum wir uns scheiden lassen, dann wird es wahrscheinlich der Kinderwunsch sein können. Aber nicht, weil wir sagen, wir suchen uns einen anderen, mit dem es klappt, sondern einfach nur, weil einer von uns so doll in Depression verfällt, dass der andere ihm nicht mehr helfen kann und loslassen muss. Janine und Torben sind beide berufstätig und treffen sich nach einem langen Arbeitstag vor dem Kinderwunschzentrum in Minden. Weil Janine bisher nicht auf natürlichem Wege schwanger geworden ist, probiert es das Ehepaar seit längerem auch mit künstlicher Befruchtung. Es ist Oktober 2014. Wir wollen Janine und Torben 2 Jahre lang begleiten. Werden sie am Ende ein eigenes Kind haben? Na? Wartest du schon lange? Nö, geht. 10 Minuten. Dann lass uns mal rein. Ja. Ich möchte von Herzen gerne Mutter werden. Ich möchte wirklich gerne Werte und Einstellung weitergeben. In meiner Idealvorstellung sitzen Torben und ich irgendwie mit 90 Jahren bei uns auf der Terrasse und unsere Kinder kommen mit ihren Kindern und des Kindeskindern. Und wir können uns dann anschauen und sagen, das haben wir gemacht, das ist alles nur, all diese Menschen, die jetzt hier sind, sind nur da, weil wir dafür gekämpft haben. So, Sie haben einen Termin heute? Genau, bei Dr. Minkhaus. Ja, sonst auf natürlichem Wege ein eigenes Kind zu bekommen, ist für Janine und Torben fast unmöglich. Da sind sich die Ärzte ziemlich sicher. Dankeschön. Dankeschön. Die haben uns von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Ja, und dann haben sie halt gesagt, ja, bei uns beiden passt was nicht, was erstmal ein Wahnsinnsschock war, aber dann so im Nachhinein eigentlich gut war, weil wir nie die Schuld aufeinander schieben konnten. Es war halt, ja, du bist schuld, nee, du auch. Also am Anfang war das Problem, da hatte ich noch 40 Kilo mehr drauf. Und da war das Problem, dass ich nie eine Blutung bekommen habe und somit natürlich auch die Grundlage komplett fehlte. Aber das hat sich mittlerweile reguliert. Also durch die Abnahme ist da alles wieder beseitigt, alles läuft, wie es funktionieren soll. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Diät durchgehalten habe. Das habe ich aber auch nur für unser Kind gemacht. Das ist, für mich hätte ich es nicht hinbekommen. Torbens Problem lässt sich nicht durch mehr Sport oder eine Diät lösen. Seine Spermien sind nur eingeschränkt zeugungsfähig. Und bei mir liegt es ja an der mangelnden Qualität. Also meine Jungs sind ein bisschen langsam, sage ich mal. Ja, genau. Also du hast viele, aber sie sind zu langsam. Nein, also zu wenig und zu langsam. Ja, also beides. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben, weil ich dachte mir, Mensch, du bist jung, du ernährst dich gesund, du machst Sport, trinkst kaum Alkohol, rauchst nicht. Ja, es war schon so ein bisschen erniedrigend, so ein bisschen, dass man dann nicht so die Männlichkeit, sag ich mal, ausstrahlen kann wie gewöhnlich. Ja, also gut. Ja. Wo ist es? Hallo. Grüß dich, ja. Hallo. Ja, bitte. Grüß dich. Hallo. Ja, geht's Ihnen gut? Ja, ja. Danke. Einmal gucken, wie es weitergeht? Gerne. Ja. Kommen Sie gerne mit? Danke. Das würden Sie mal abends spritzen? Ja, und das Cetotide dann ja am Morgen. Genau, und das Cetotide. Janine und Torben haben bereits mehrere künstliche Befruchtungen hinter sich. Zuerst Geschlechtsverkehr nach hormoneller Stimulation und manuelle Samenübertragungen. Aber Janine wurde trotzdem nicht schwanger. Daraufhin ist vor einem halben Jahr eine Spermieninjektion gemacht worden, eine sogenannte ICSI. Dabei werden der Frau unter Narkose Eizellen entnommen. Diese werden mit den Spermien des Mannes befruchtet und der Frau wieder eingesetzt. Der erste Versuch blieb erfolglos. Nun soll der zweite ICSI-Versuch unternommen werden. Meine beste Freundin ist Landwirtin und die sagt, immer jedes Mal, wenn ich nach einer gescheiterten Behandlung bei ihr saß und geweint hat, sagte sie zu mir, Mensch, sei nicht traurig, eine Kuh musste auch 5-mal besamen, bis die trächtig wird. Erst dann kommt die zum Schlachter. Und das ist halt, also erst dachte ich, blöde Kuh, nenn mich doch nicht Kuh, das geht doch nicht. Eine Kinderwunschbehandlung ist sehr teuer. Seit 10 Jahren müssen die Patienten mitbezahlen.
Bis 2004 war es so, halt, dass die Krankenkassen eben 4 Versuche komplett erstattet haben. Und im Rahmen dieser Agenda 2010 ist das aber reduziert worden. Da wird also bei 3 Versuchen nur noch letztendlich dann die Hälfte übernommen, sodass ein Paar, wenn sich so eine ICSI-Behandlung unternimmt, so zwischen 1.500 und 2.000 Euro selber dazu bezahlen muss, was natürlich schon ein ganz erheblicher Kostenfaktor ist. Janine ist bei einer großen Versicherungsgesellschaft angestellt. Sie ist im Außendienst beschäftigt und immer unterwegs. Ihr Einkommen richtet sich danach, wie viele Versicherungsverträge sie an den Kunden bringt. Der Erfolgsdruck ist hoch. Bis heute hat sie sich nicht getraut, ihrem Arbeitgeber von der Kinderwunschbehandlung zu erzählen. Doch die Medikamente, die sie während der Therapie nehmen muss, haben erhebliche Nebenwirkungen. Oft kann sie nur unter Schmerzen arbeiten. Der ganze Kühlschrank ist neben Lebensmitteln auch noch voll mit den Kinderwunschmedikamenten. Gelbkörperhormon 1 von 3. Super, davon kriegt man Hunger, ganz viel Hunger. Das obligatorische Metformin, das hat, glaube ich, jeder. Das ist ganz toll, das sorgt dafür, dass du immer Magenprobleme hast, dass du immer Bauchgrummeln und Schmerzen hast. Hiermit löst man den Eisprung aus. Wenn man die gesetzt hat, dauert das 1/2 Stunde. Und dann hat man wahnsinnige Brustschmerzen. Clomiphen ist im Prinzip auch ein Hormon, das dafür sorgt, dass ich halt wieder mal alles vergesse und neben mir stehe. Progestan, das nächste Gelbkörperhormon, damit ich auf jeden Fall Hunger habe. Ja, und dann kommen noch meine lieben Spritzen, Freunde. Das piekt man rein und es bleibt. Davon wird der Bauch ganz dick, aber nicht in dem gewünschten Sinne. Und wie fühlt man sich, wenn man das dann alles intus hat? Alt und krank. Ich bin keine 30 Jahre alt und habe Tabletten in der Größenordnung eines Altersheimes. Die Therapie raubt dem jungen Paar auch den Spaß am Sex. Also durch diese ganzen Behandlungen ist es eigentlich, ja, es ist schwierig geworden, das Thema. Weil man immer nur noch auf die Behandlung hinarbeitet. Und dann darf man vorher nicht, danach kann man nicht. Genau. Weil es weh tut. Und ja. Das ist halt, Sexualität spielt während einer Kinderwunschbehandlung keine Rolle. Das ist die geht unter. Das nicht mehr. Bitte schön, rausklettern. Soll ich dir helfen? Ja. Alles abchecken. Janine und Torben treffen sich mit guten Freunden. Mandy und Björn haben bereits ein Kind und erwarten nun ihr zweites. Janine soll die Patentante des Babys werden. Und das denn, freust du dich auf deine Schwester? Ja. Ja, das klingt jetzt aber nicht so überzeugend. Ja. Wo ist sie denn? So Mamas Bauch. Mamas, ach so. Und wie ist sie da reingekommen? Nein. Hat Mama die aufgegessen? Nein. Oder hat Mama einen Ball gegessen? Nein, es schmeckt doch gar nicht. Der Ball oder das Baby? Wie ist es denn für dich, Janine, so einen Kugelbauch zu sehen? Schwer, wahnsinnig schwer. Also ich bin froh, dass Mandy so weit weg wohnt, dass wir uns nicht so oft sehen müssen. Es ist schon schwer. Ich freue mich wahnsinnig, ich weiß, da ist mein Patenkind drin und ich freue mich auf die Kleine, aber... Das ist natürlich auch Neid. Das ist ja schon schwer. Ich glaube, wenn ich in ihrer Situation wäre, würde mir das nicht anders gehen. Und ich überlege, wenn wir jetzt jahrelang kämpfen würden, dass wir schwanger werden und ein Kind kriegen können und ich in meinem Umfeld Freunde habe, die am schwanger werden ohne Probleme, ich glaube, da wäre ich auch mehr als neidisch. Janine beim Spaziergang mit ihrer besten Freundin. Mit Doro kann sie besonders gut über ihre Sorgen reden. Ah, weißt du, also ich finde das ja grundlegend auch. Man nimmt da jahrelang die Pille und tut und macht und dabei bräuchte man es gar nicht. Ja. Alle erzählen einem immer Hormone schlecht und Hormone im Fleisch und dies und das. Und, ja, aber wer sagt denn, selber nicht genau das Problem ist? Nimmt man das jahrelang und braucht es gar nicht. Genau, aber wer sagt denn, dass nicht genau das Problem ist? Dass einfach jahrelang und viel zu früh die Pille nehmen auch schuld daran ist, dass die Praxen jetzt überfüllt sind. Ja, ja, das Money. Ist natürlich... Doro selbst ist kinderlos und möchte auch keine Kinder. Ne? Also ich habe halt einfach keinen Kinderwunsch. Also ich bin mehr der Tiermensch und ja, vielleicht kommt der noch mal irgendwann. Aber zurzeit, ich gönn's ihr vom Herzen. Warum nicht? Sie hat ja alles auf der Reihe. Und
beste Voraussetzung dafür. Okay. Nur ich selber, ich habe da im Moment, ist da nichts, was ich da gerade vermissen würde oder so. Los, zack, zack. Weil Doro keine Kinder hat und auch keine will, hält die Freundschaft zwischen ihr und Janine. Das hat schon mit zwei Freundinnen passiert, dass sie gesagt haben, ich bin schwanger und ich gesagt habe, hey, schön, bis in 5 Jahren oder wann auch immer. Nur bei Mandy doch jetzt aber auch nicht. Ja, bei Mandy jetzt ist es die erste, wo ich sage, es funktioniert. Aber ansonsten bin ich halt immer weggelaufen, auch in der Familie. Als mein Cousin jetzt ein Kind bekommen hat letztes Jahr, da habe ich zu Weihnachten gesagt, wenn er kommt, fahre ich nicht hin. Das mache ich nicht. Ich möchte mich nicht unter den Weihnachtsbaum setzen mit einem Baby und dem Wissen, dass ich keins habe. Das kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, weil die wollten ja auch ein Kind und haben es halt gekriegt. Und ich gönn's ihnen ja auch. Ich mag es halt nur nicht sehen. Tschüss. Also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, ja, dass das eben halt sehr lebensbestimmt wird, das Ganze. Also auch wenn man meinetwegen bei IKEA ist, man sieht nur irgendwie Kinderzimmer, Kinderbettchen, Frauen, die schwanger sind, Frauen mit Kinderwagen. Also also da muss man eben wirklich aufpassen, dass das Thema eben letztendlich nicht lebensbestimmt wird. Ich mache also viel, dass das ja auch mal abgelenkt wird und wirklich auch andere die positiven Dinge im Leben sieht. Und versucht da auch viel zu unternehmen oder viel vorzuschlagen, mal was anderes zu sehen, mal rauszukommen, sie aufzubauen. Das Leben außerhalb dieses Kinderwunsches zu zeigen. Zu zeigen, dass es noch da ist, das Leben auch, ja. Janine und Torben leben in einem Dorf in Ostwestfalen, in einer Einliegerwohnung im Haus von Janines Eltern. Doch das junge Ehepaar will ein eigenes Haus bauen, direkt neben Janines Eltern, auf demselben Grundstück. Und das Haus soll Kinderzimmer haben, sogar 2. Dann würden hier vorne quasi jetzt die Kinderzimmer hinkommen, ne? Ne, hier wäre ja schon die Mauer im Prinzip für die 2, oder nicht? Hier, genau, hier wäre die Hausgrenze und hier wären dann die Kinderzimmer in dem Bereich, ne? Also stehst du im Kind-1-Zimmer quasi? Ich stehe im Kind-1-Zimmer. Ja. Ich habe von unserem Kind geträumt, ich habe es gehört und ich habe es gesehen im Traum. Und ich glaube halt auch an diese Silberschnur, die man zieht zum Himmel, um den Kontakt aufzunehmen. Und wenn es richtig schlimm wird, dann versetze ich mich zurück in die Nacht, wo ich ihn gesehen habe, wo ich ihn gehört habe und weiß, er wartet. Er findet halt den Weg noch nicht. Er kommt halt nach seinem Papa und hat noch nicht so die Orientierung. Er muss halt noch suchen. Ja. Elternschlafzimmer daneben. Warte. Ja, du musst ein Stück zurückkommen. Oh ja, ich sehe es. Ja. Dann ist hier die Abstellkammer. Ja, genau. Da links neben das Elternschlafzimmer. Hier. Hier steht unser Bett. Ja, genau. Jetzt bin ich im Bett. Ja. Und hier ist Kinderzimmer Nummer 2 nochmal, ne? Ja. Ja. Genau. Also ziemlich genau, ja. Ja. Der Zusammenhalt in Janines Familie ist groß. Janines Eltern leiden mit ihrer Tochter mit. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann, ein Kind zu zeugen. Bis sie Janine und ihre 4 Jahre jüngere Schwester Vanessa bekommen haben, war es ein langer Weg. Es hat also nicht so geklappt, wie wir es eigentlich gerne gewollt hätten. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, dann ist es eben so, dann machen wir uns das Leben ohne Kinder gemütlich, reisen viel und solche Sachen, ja, und dann ruckzuck war ich schwanger. Hat es dann geklappt, ne? Ja. Wenn man sich vom Kopf her frei macht. Und das hoffe ich ja, dass das vielleicht auch mal bei Janine und Torben so klappt. Sagst du ihr das, dass sie sich vom Kopf her frei machen soll? Habe ich ihr schon mehrfach gesagt und sie hat gesagt, sie kann es noch nicht. Wir würden uns ja nun wirklich freuen, wenn wir endlich mal Oma, Opa wären, ne? Ja. Es ist natürlich so, ne? Wenn eure Eltern Großeltern werden wollen, und es klappt und klappt nicht bei den beiden, dann musst du ran. Ja, bis dahin ist ja noch Zeit. Erstmal abwarten. Muss ja auch der richtige Partner da sein, damit es klappt. Und dann mal schauen.
Ich denke schon, dass das irgendwann klappen wird. Also wenn wirklich der Stress wegfällt und die wirklich gar nicht mehr mitrechnen, dann wird es bestimmt klappen. Ich bin guter Dinge. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Ich werde schon Tante. Das steht fest. Es ist Dezember geworden. Der zweite ICSI-Versuch steht an. Wieder Hormone nehmen, wieder Spritzen setzen, wieder Narkose. Weihnachten naht und Janine und Torben warten auf ihr persönliches Christkind. Janine hat sich seit der künstlichen Befruchtung unbezahlten Urlaub genommen, um möglichst viel Ruhe zu haben. Ihr Arzt ist sehr optimistisch. Die zwei befruchteten Eizellen, die ihr eingesetzt wurden, waren ausgezeichnet entwickelt. Diesmal kann es klappen. Morgen ist der Bluttest, mit dem in diesem frühen Stadium eine Schwangerschaft festgestellt werden kann. Janine ist schrecklich aufgeregt und wartet sehnsüchtig darauf, dass Torben von der Arbeit nach Hause kommt. Nicht nerven. Hi. Hi, Fi. Na? Schaut's. Gut, ich habe eben meine Babybilder gekriegt von Freya. Ja? Mhm. Okay. Hat's der funktioniert alles, oder? Ja, hat funktioniert. Ich war nur zu blöd. Ach so, okay. Das Warten auf das Ergebnis ist auch eine Belastung für die Beziehung. Das ist manchmal extrem launisch. Also ich bleibe ja dabei, dass du launisch bist und ich deswegen nur anfange, gemein zu sein. Ja, aber so rein objektiv betrachtet bist du eigentlich schon... Du bist nicht in der Lage, das objektiv zu machen. Doch, doch, ich kann dich schon beurteilen irgendwo. Ja, nicht dich, du und, bist auch launisch. Wahrscheinlich ist es ein Gesamtwerk aus beiden. Mhm. Wobei ich trotzdem denke, dass du wesentlich aufgeregter bist in der Sache. Ja, definitiv, ja. No. Weil du dich ja auch generell mehr reinsteigerst in das Thema. Du bist ja generell bei allen Versuchen, hast du ja immer dieses vom Kopf... Ich mache halt Sachen nicht halb, ich mache sie ganz. Ja, aber du hast ja immer das im Hinterkopf, es muss jetzt klappen sofort. Das ist ja so bei dir immer so ein Druck da, persönlich. Ja. Und aufgrund dessen bist du ja auch aufgeregter. Dann, ja, na, no? Ja, gut, klar. Hm. Der nächste Morgen, der entscheidende Tag. Janine fährt zum Blutabnehmen in die Klinik. Okay, Frau Witte, alles Gute, drückt die Daumen. Also da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das klappt. Also denn sie erfüllen ja letztendlich alle Kriterien und sie ist eben noch nicht mal 30 Jahre alt. Also muss ich sagen, wenn Wittes nicht schwanger werden, wer dann? Also das sehe ich eigentlich schon recht optimistisch. Also egal, wie es aussieht, melde ich mich dann so in 2 Stunden. Ne? Ja. Nochmal 2 lange Stunden warten. Dann erfährt Janine endlich, ob sie schwanger ist. Du auch? Du auch fein? Sind ja alle beide fein? Torben? Hat er dich angerufen? Ja, klar.
Du klingst so, als wenn es nicht geklappt hat. Richtig. Hat er irgendwas noch gesagt? Nö, er meinte die gute Nachricht, dass du da ein Glas Wein trinken kannst, ist die gute Nachricht. Ja, ich mag ja so gern Alkohol. Ja. Und ja, wie gesagt, Medikamente außer Progesteron weiternehmen. Und dann ein Zug ist halt warten, zwangsläufig. Und dann weiter halt, ne? Super. Ja. Hm. Ja, so ist das. Na, scheiße ist das. Ja. Meistens ist es so, dass dann ja irgendwelche Dinge da nicht in Ordnung sind. Manchmal ist es auch so, dass sie chromosomal gestört sind. Warum es jetzt im Einzelnen genau ist, das weiß man nicht. Ne? Ja. Aber letztendlich ist es so, man muss das aufgrund dessen, dass wir jetzt so einen guten Versuch hatten, muss man es damit einfach nochmal probieren. Würde ich auch das Schema genauso lassen. Ja. Das war ja so doch recht erfolgreich eigentlich. Ne? Das klappt, mein Schatz. Ich hoffe. Aber es klappt noch. Ganz bestimmt das nächste Mal. Zwei Monate später, Ende Februar 2015. Janine ist nach dem missglückten Versuch in ein tiefes Loch gefallen. Ich bin halt nicht funktionsfähig. Es fühlt sich an, wie es funktioniert nicht. Das ist, der Arzt kann mir 100-mal sagen, dass es nicht mehr an mir liegt. Vom Gefühl her ist es anders. Ich kriege ein komplett befruchtetes Ei mit 1A-Qualität von Torben zurück. Das wird sogar festgeklebt an mir und es bleibt nicht. Dann kann es doch nur an mir liegen. Ich habe dann einfach auch nochmal angefangen, meinen Frust wegzufuttern und gemerkt, dass die ganzen Hosen nicht mehr passen. Und dann bin ich halt genervt gewesen, weil ich wieder zugenommen habe. Habe halt gesagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Ich merke, mir geht's schlecht und ich komme da alleine nicht mehr raus. Und seitdem gehe ich halt regelmäßig zur Therapie. Hallo, Mäuschen. Die Freunde Mandy und Björn kommen wieder zu Besuch. Janines Patentochter Freya ist mittlerweile geboren. Hm? Mäuschen hat doch Hunger, oder? Guck mal. Hey, da ist ein... Ist anstrengend, hast du gerade Pause gemacht? Oh, Mäuschen. Janine denkt nun auch über eine Adoption nach. Das hätte sie sich früher nicht vorstellen können. Ein fremdes Kind. An sich ist das schon ein sehr aktives Thema für mich. Muss es auch sein. Ich finde, wir müssen uns darüber Gedanken machen. Es ist so, das wegzuschieben wäre naiv. Ja. Schwer ist es nur, dass es für Torben kein Thema ist. Das war ein ziemlich harter Satz, den ich zu Janine gesagt habe. Ich habe gesagt, einen Porsche könnte ich, glaube ich, lieber haben, als hätte ich mehr von, als wenn ich ein Kind adoptiere. Das war ein harter Satz. Das ist vielleicht auch völlig daneben, aber es war so, um mal einen Vergleich herzustellen irgendwo. Ne? Also, ich denke mal, dann sucht man sich andere Hobbys und gibt dann Geld für andere Dinge aus, wenn das mit dem eigenen Kind nicht klappen sollte. Torbens Hauptargument ist eigentlich, wenn die 16 sind und vor dir stehen und sagen, du bist nicht meine Mama, du bist nicht mein Papa. Ich möchte nicht, dass unser Kind eines Tages nachts mit dem Messer vor uns steht am Bett. Ne? Ist hart gesagt, aber du weißt nicht, was die für Traumata haben und so. Ne? Ganz ehrlich. Ich meine, das kann mit deinem eigenen Kind auch passieren. Da drehen auch genug durch vielleicht. Aber das kannst du noch halbwegs beeinflussen. Irgendwie. Da hast du noch in der Sicht, was damit passiert ist. Natürlich. Und bei den adoptierten Kindern weißt du eigentlich, Mensch, was haben die durchgemacht? Wo kommen die her? Was ist der Sache? Ne? Aus welcher Familie wurden die rausgerissen, wurden die geschlagen, wurden die, was haben die für Traumata erlebt? Ne? Alter, im Kindesalter schon, im Babyalter oder so. Das ist ja enorm. Ne?
Mal kuscheln. Ja. Neben allen Rückschlägen bei der Familienplanung gibt es in Janines Leben auch gute Neuigkeiten. Ja, ich habe einen neuen Job, und zwar den ich eigentlich schon die ganze Zeit haben möchte, seit meiner Ausbildung. Ich wechsle zum 1.4. in die Schadensabteilung. Das heißt, geregelte oder halbwegs geregelte Arbeitszeit, ein geregeltes Einkommen, eine berufliche Weiterentwicklung. Perfekt. Als ich den Anruf bekommen habe, saß ich im Auto und habe direkt Torben angerufen. Und der dachte erst, es wäre was ganz Schlimmes passiert, weil ich vor Freude wirklich geweint habe, dass ich diesen Job bekommen habe. Ja. Also die Freude ist riesengroß. Für ihren neuen Job unterbricht Janine auch die Kinderwunschbehandlung. Das junge Ehepaar verschiebt den dritten Versuch um ein halbes Jahr. Janine soll den Kopf frei haben für die neue berufliche Herausforderung. Also ich finde es verdammt wichtig, dass jetzt erstmal eine Pause wieder stattfindet, um runterzukommen, um den Körper auch runterzubekommen wieder, um den Körper die ganze Last erstmal zu nehmen. Und von daher ist es schon eine gute Möglichkeit, jetzt erstmal zu sagen, wir pausieren erstmal. Ja. Ich habe jetzt auch für mich erstmal wirklich das Thema weggeschoben und kümmere mich jetzt halt um mein Betonbaby. Das ist halt jetzt so meine größte Ablenkung, und das tut auch echt gut. Weil da sehe ich dann Erfolge. Und endlich ist es soweit. Juli 2015. Der Rohbau des Hauses steht. Man denkt gar nicht, dass das sein soll. Das ist irgendwie so. Kann man gar nicht so richtig. Ich glaube, das kommt erst später, wenn man drin wohnt im Haus, dass man dann wirklich realisiert, dass es einem selbst gehört, das Haus. Ne? Aber so ist es einfach so: man hilft da irgendwie mit und macht was und tut auch den ganzen Tag bis spät in die Nacht und arbeitet und so. Aber man denkt immer nicht daran, dass es seins ist. Also irgendwie ist das noch völlig fremd. Auch die zwei Kinderzimmer sind im Rohbau fertig. Janines Eltern unterstützen ihre Tochter und ihren Schwiegersohn, wo sie nur können. Auch mit einer Adoption haben sie keine Probleme. Hauptsache, endlich Großeltern. Wie alt, ja. Wie groß, wie klein, männlich, weiblich. Wir nehmen alles. Ja. Ne? Ja, da würde ich. Also ich würde auch ein Behindertes. Auch die haben Rechte. Ja. Ne? Ein Recht. In der Familie groß zu werden. Also da haben wir überhaupt kein Problem mit. Also das Thema Adoption kommt für mich immer noch nicht in Frage, weil ich einfach, ja, so hart es klingt, ich möchte kein fremdes Kind adoptieren, dann lebe ich lieber ohne Kind, ohne leibliches Kind und genieße so mein Leben dann. Ne? Weil einfach der Zweifel da ist, ist das Kind, was man adoptiert, ist ein fremdes Kind, klar. Das ist dann irgendwie. Es ist nie 100% seins. Man hat immer irgendwie den Gedanken im Hinterkopf, dass es ja nicht seins ist und dass man halt, es fühlt sich falsch an für mich. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir jetzt noch, weiß ich nicht, 2, 3 Versuche machen und es klappt dann einfach nicht und wir dann als austherapiert abgestempelt werden, dass Tom das dann vielleicht in einem anderen Licht sieht und dann doch sagt, okay, könnte doch vielleicht eine Option sein. Scheißen hoch. Aber wie sollst du denn jetzt noch an mir vorbeikommen? Wohl auf, meine Freunde. Der Spruch ist aus. Nun seht ihr den Zimmermann stolz. Er weiht euch ein, das neue Haus. Jetzt lobt er noch sein Holz. Holz, Holz, Holz her. Prost. Ja, hier das ist so ein Kinderzimmer hinter euch. Ja. Oder das Gästezimmer für unsere Patenkinder. Nummer 1. Genau. Wow. Ey, das sieht so toll aus mit dem Feld, ne? Oder? Mein Schatz. Ist das ein Ankleidezimmer? Ja. Guck mal, du gehst so rein und kannst ja hier komplett einmal. Und hier kommst du.
komplett einmal. Ja, genau. Das ist, das ist der Plan. Guck mal, das ist der Ankleideschrank. Ich glaube, ich habe auch noch mal Lust auf Bauen. Oh, Jan, tut mir leid, dass ich euch eingeladen habe. Guck mal, das eine Kind wird eher schwitzen, ne? Das hat die Abendsonne und das andere hat die Morgensonne. Today is a lovely day to run. Start up the car with the sun. Packing blankets and dirty sheets. A room full of dust and a broom to sweep up all the troubles you and I have seen. Cross when the drawbridge light is green. Don't look back to that messed up scene. Ein Vierteljahr später. Es ist Herbst geworden und es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin arbeitslos. Mir wurde im August gesagt, dass ein weiter bestehendes Arbeitsverhältnis keinen Sinn macht. Meinem Kollegen auch. Also wir wurden im Prinzip, ich um 8:30 und er um 9 gekündigt. Ja, und seitdem bin ich zu Hause. Das war ein Riesenschock. Ich habe eine Hausfinanzierung, ich habe einen Kinderwunsch. Total blöd. Und ich fühlte mich super wohl in dem Job. Ich bin wie ein Trance nach Hause gefahren und dachte so, Mist, das... Wenn du morgen früh aufwachst, gehst du wieder zur Arbeit und alles ist gut. Das musst du geträumt haben. Sowas passiert dir nicht, sowas passiert nur anderen. Im Prinzip sagt dir jemand ins Gesicht, sie sind zu blöd, sie schaffen das nicht. Das ist dann schon, das tut ziemlich weh. Also mein Selbstwertgefühl ist total weg. Ich habe bis heute noch nicht eine Bewerbung geschrieben, weil ich einfach weiter Angst vor Absagen habe. Oder Angst davor, wieder zu versagen und es gesagt zu bekommen. Bisher konnte ich immer sagen, okay, ich bin kein Supermodel, ich bin immer noch nicht Mutter, aber ich habe beruflich Erfolg und ich habe eine super Ehe. Jetzt habe ich eine super Ehe. Abschließend. Das ist halt, das war schon so ein bisschen, ich meine, mein Plan B zur glücklichen Familie war halt dann halt eine glückliche Karrierefrau, die gut Geld anschafft. Ja. Glücklicherweise hat Torben zum selben Zeitpunkt einen Karrieresprung gemacht. Der Kfz-Betriebswirt hat zu einem größeren Autohaus gewechselt und dort eine besser bezahlte Stelle bekommen. Sein höheres Gehalt deckt die Raten für das Haus. Jetzt bin ich halt im Premium-Segment. Und gut, das ist Ansehen ganz anders dann. Ne? Auch die, da ist man schon stolz drauf, da zu arbeiten. Allein die Bekleidung, die man trägt, allein das ganze Erscheinungsbild nach außen ist ganz anders als bei so einem kleinen Wald- und Wiesenhändler, sag ich mal. Ja, das ist so. Uns als Paar, ja, momentan ist natürlich durch den ganzen Stress, da sehen wir uns halt kaum. Ne? Ich nehme mir jeden Abend vor, früh ins Bett zu gehen, weil ich auch eine ziemlich kurze Nacht habe. Aber wir sprechen uns kaum, wir sehen uns kaum momentan. Das ist halt so die Routine, die da momentan so drin ist. Janine möchte nun sofort mit der Kinderwunschbehandlung weitermachen. Der dritte Versuch ist der letzte, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Janines Arzt ist einverstanden, die Behandlung fortzusetzen. Aber er stellt eine Bedingung. Was sicherlich für Frau Witte noch ganz gut wäre, ist, wenn sie so das Gewicht wieder so etwas reduziert. Das sagt man ja immer. Sie war ja immer so richtig im Frust. Sie hat ja vorher toll abgenommen. Und nachdem das noch nicht geklappt hat, ist sie ja so ja auch richtig so in so ein Loch, glaube ich, so ein bisschen dann auch reingestürzt. Hat gesagt, na, das bringt sowieso alles nichts. Jetzt esse ich, jetzt mache ich. Ich mache jetzt nichts mehr, was den Kinderwunsch dann letztendlich unterstützt. Das wäre schon ganz gut, wenn sie da noch wieder hin, und da hat sie, glaube ich, auch jetzt wieder hin zurückgefunden. Also wenn sie jetzt sagt, also ich nehme in den nächsten 4 Wochen, nehme ich da doch noch ein paar Kilos ab. Das traue ich ihr durchaus zu. Also wenn die wieder ihren Willen hat, dann kriegt die das auch hin. Es ist der letzte Kassenversuch. Ich weiß genau, wenn der jetzt nicht funktionieren sollte, wird es eine Zeit dauern, bis ich zum einen da psychisch wieder in der Lage wäre, weiterzumachen. Und zum anderen, dass wir das Geld zusammen haben. Der Druck könnte kaum größer sein. Torben erkennt, dass seine Frau am Rande der Belastbarkeit ist.
Ende Dezember fahren sie spontan für ein verlängertes Adventswochenende nach Berlin. Also hier sind wir auch nicht lang gefahren, ne? Nicht mit einem Auto, ne? Nee. Mit Bus aber. Ah, hier ist das Atmen, guck mal. Ja. Cool. Nicht schlecht. Nach langen Gesprächen entscheidet das junge Ehepaar, den letzten von der Krankenkasse bezahlten Versuch abermals zu verschieben. Die Entscheidung fällt ihnen sehr schwer, vor allem Torben. Ich habe auch hin und her überlegt, Mensch, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Sollen wir es vielleicht doch durchziehen einfach jetzt und einfach mal hinter uns bringen und dann haben wir es wenigstens hinter uns? Aber man hat doch die Chancen waren nicht groß. Die Chancen waren durch das körperliche. Nein, es lag nicht im körperlichen, wir waren auch seelisch gar nicht bereit. Ja, ja gut, ja. Wir haben den Kopf voll mit allem. Aber das ja vielleicht durchaus positiv gewesen wäre, ne? Also meine Grundeinstellung ist bis vor kurzem noch sehr, sehr negativ gewesen zu allem. Und ich denke, wenn man da schon direkt negativ dran geht, dann erhöht das die Erfolgschancen jetzt nicht wirklich. Also ich war mir sicher, dass wenn wir das machen, das geht in die Hose. Und so ein bisschen dran glauben sollte man schon. Ja. Ist es die Angst vor der endgültigen Enttäuschung? Verschieben Janine und Torben deshalb den dritten Versuch immer weiter nach hinten? Sie sind beide noch jung, mittlerweile 29 Jahre alt. Sie haben noch viel Zeit. Aber was, wenn auch der dritte Versuch scheitert und sie niemals ein eigenes Kind bekommen? Februar 2016. Nach 12 Monaten Bauzeit ist das Haus von Janine und Torben fertig. Freunde und Familie helfen beim Umzug. Wir machen hier noch was mit. Ich bin stolz auf meine Tochter. Haben viel geleistet. In kurzer Zeit hat das alles super geklappt. Also von daher war natürlich auch eine harte Zeit. Jeden Abend bis 10 oder länger. Ne? Aber ja. Das Endergebnis zählt. Und das sieht super aus. Ja, also ich bin halt wahnsinnig stolz aufs Haus, oder wir sind wahnsinnig stolz aufs Haus, weil da so viel Arbeit drin steckt. Natürlich sind Menschen, die Kinder kriegen auch super stolz da drauf, für jeden Entwicklungsschritt. Und für uns war das halt jetzt, so jeder Schritt weiter war halt so ein Entwicklungsschritt und mit wahnsinnig viel Stolz verbunden. Und ja, es ist manchmal so, dass wir noch durchs Haus gehen und neidisch sind auf die Leute, die da einziehen, weil wir noch gar nicht realisiert haben, dass wir diese Leute sind. Wir haben uns viele Häuser angeguckt, aber immer so das Beste aus den ganzen Häusern rausgepickt für uns und das dann auf den Zettel geschmissen und gesagt, das, so sollte es aussehen, das setzen wir so als Highlight hin. Ne? Und dann, das Große und Ganze, ne? Die Architektur und das optische Bild, das ist schon unser Style. Euer Baby. Genau. Unser Baby, ja. Genau, das ist auch schon Erfahrung mit. Boah. Drin. Das Teil noch hier vorne vor. Und auch beruflich gibt es gute Neuigkeiten. Janine hat ihr Tief überwunden und Bewerbungen losgeschickt. Nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit hat sie einen neuen Job gefunden. Als Kfz-Sachbearbeiterin bei einem Versicherungsmakler. Es ist genau das, was sie immer machen wollte. Ich habe ihn bekommen an Doros Geburtstag. Und am nächsten Tag war noch ein Geburtstag und ich habe 2 Tage durchgefeiert vor Freude und Erleichterung. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht der Typ bin, der irgendwie feiert.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil halt einfach auch der Arbeitgeber mir so gut gefällt. Und nach der ganzen Huckzeit, wo ich nachher schon das Gefühl hatte, ich bin zu blöd zu allem und einfach gar kein Selbstwertgefühl hatte, tat das wahnsinnig gut, dass mich einer wollte. Und dass ich halt jetzt auch regelmäßig Lob bekomme. Also es vergeht kein Tag, ohne dass ich nicht mindestens zweimal ein Lob bekommen habe. Nee, ich habe noch kein Messer. Die Arbeit ist für mich eines der wichtigsten Punkte, weil ich liebe Torben über alles, aber ich will nicht abhängig sein. Und indem ich wieder eigenes Geld verdiene, bin ich nicht abhängig. Ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos. Am Dienstag hatte mein Opa Geburtstag und da hatte ich so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und zwar hat eine junge Mutter gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wochentag ist. Für mich unterscheidet sich das Wochenende von der Woche nur noch darin, dass mein Mann zu Hause ist. Und dann habe ich habe darüber nachgedacht und dachte so, wenn mir das mal passiert, möchte ich mich erschießen. Das ist ganz schlimm. Also nicht mehr zu wissen, welcher Wochentag ist, nur weil man eine Mutter ist. Also schwierig, sehr schwierig. Also sie wollte damit wahrscheinlich sagen, wie schön ihr Leben ist. Für mich wäre es der absolute Albtraum. Niemand versteht Janine so gut wie ihre beste Freundin Doro. Obwohl Doro selbst keine Kinder will, kann sie Janines Dilemma nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, dass sie den Kinderwunsch gerne aufheben möchte, aber sie es nicht kann. Was auch verständlich ist. Wenn der Kopf sagt, es wird nichts mehr, aber das Herz sagt, doch, das muss aber. So ungefähr denke ich mir das. Das ist scheiße. Das habe ich auch kein anderes Wort für. Das ist scheiße, wenn man irgendwas hat und man kann es nicht ändern. Das ist scheiße. Weil ich sage immer so, die Leute, die sich immer nur über irgendwas beschweren und es nicht ändern, was weiß ich, ich habe Ärger auf der Arbeit. Ja, Junge, dann wechsel doch den Job. Oder ein Mieter nervt mich. Ja, den musst du eben ausziehen oder so. Weißt du, das sind alles so Sachen, wo ich sage, brauchst du dich nicht lange beschweren, musst du einen Ausweg suchen. Aber wenn du keinen Ausweg mehr suchen kannst, das ist scheiße. Das ist einfach richtig. Das ist auch was, was ich völlig nachvollziehen kann. Was muss passieren, dass ihr euch wegen des unerfüllten Kinderwunsches trennt als Paar? Das wird nicht vorkommen, weil wir beide dran beteiligt sind, ne? Weil wir beide nicht ganz unschuldig sind an der Thematik. Wir können uns ja gegenseitig keine Vorwürfe machen. Wir können nicht sagen, du bist schuld. Das ist ja wirklich der Vorteil bei uns. Wir können ja sagen, beide sind zum Teil 50-50 drin schuld. Ne? Ja. Wahrscheinlich die ersten Jahre auch ein komisches Gefühl, in diese Räume dann zu gehen und sich zu denken, Mensch, das Haus ist viel zu groß für uns beide. Aber man kann sich schon damit, so denke ich zumindest aktuell, damit dann irgendwann mal arrangieren vielleicht, ne? Dass man dann sagt, ist es halt so, dass man das Lebenszentrum wieder auf andere Dinge legt. Ne? Janine und Torben sind durch diese schwere Zeit noch enger zusammengerückt. Der Traum vom eigenen Kind ist zwar erstmal geplatzt, aber ein glückliches Paar sind sie trotzdem.